Also ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir überhaupt Sand finden, dass wir Schlamm finden. Ich hatte mehr, also Wald konnte ich mir gut vorstellen, aber dass so viel in Deutschland Offroad möglich ist, das hatte ich mir nicht vorstellen können. Deutschland hat immer noch seine großen Abenteuerspielplätze, wo Wald, Feld und Fluss scheinbar endlos nacheinander folgen. Nur kleinste Ortschaften unterbrechen die gefühlte große Weite. Und selbst hier fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Was im Westen und Süden der Republik nicht für viele Kilometer gehen würde, bietet der Nordosten. Schwach besiedelt ist der Norden Brandenburgs und Teile Mecklenburg-Vorpommerns. Ein Paradies für Tourenwanderer und Wanderinnen. Dann kommen wir letztendlich auch wieder so eine alte Dorfstraße, so eine versteckte runter in den Ort rein. Und dann geht es nochmal ein paar Kilometer, ich sage immer Waldautobahn. Okay, ja? Ich freue mich, aber ich merke, wir sind hier in der Natur, die Mücken. Wir geben Gas und gucken, wir geben Gas. Den nächsten Halt machen wir auf dem Feld. Hast du den Hasen gesehen? Hm? Hast du den Hasen gesehen? Ich dachte, das war ein Reh. Ich hab's als Reh gesehen. Sorry. Das war ein Reh. Das war doch ein Reh. So hoch? Ja, ein Rehbaby. Das war ein Hase. Okay, dann war es halt ein Hase. Auf Prüfungen für die Fahrer und Motorräder braucht man hier nicht lange warten. Die Trockenheit der letzten Jahre schlägt sich auch auf die Wege in Brandenburg sichtbar nieder. Hier regiert der Sand. Und wehe dem, es regnet nochmal. Dann ist die Kombination aus Kopfsteinpflaster, Sand und ehemaligen Panzerstraßen besonders spannend. Und mittendrin kleine Überraschungen, die eine Tour ausmachen. Der absolute Wahnsinn, wunderschön. Man kommt mitten aus dem Wald und auf einmal steht man hier vor so kleinen Schlösschen. Ganz wiedererwartend, oder? Die Offroad-Straßen rund um Rheinsberg und Prenzlau sind durchaus wild. Die Geschichte der ehemaligen militärischen Sperrzonen auch. So, das Schild da nicht rein. Naja, offiziell natürlich nicht. Nein, aber das machen wir nicht. Seit 40 Jahren gehen die umliegenden Bewohner hier immer Pilze suchen, weil da natürlich keine Urlauber die Pilze wegnehmen. Riskantes Pilze suchen. Bis zu 150 Kilometer pro Tag ohne wirklich viel Asphalt zu sehen. Das ist in der Ostprignitz und in der Uckermark keine Schwierigkeit. Und das sind zwar Geheimtipps, aber die Wege sind vollkommen legal. Deswegen habe ich einen Tourguide. Ich brauche die Geheimtipps. Ja. Interessant, da gibt es wirklich Wölfe. Meinst du, wir sehen die vielleicht sogar? Ich denke nicht. Wer in den ständig wechselnden Bedingungen der Wege und Schotterpisten nicht auf seine Kosten kommt, ist im Offroad nicht zu Hause. Vielleicht knietief nicht, aber es reicht und es ist Ultramatt. Es ist der Ultramatt. Puristen nutzen das Enduro-Setting. Für die entspannten Abenteuerreisenden können die anderen Assistenzsysteme auch für interessante Abwechslung sorgen. Also wenn man Offroad fährt, das ist ja ein Sport. Ich finde, es ist immer wie ein Tanz mit dem Motorrad. Da arbeitet der Körper, das Motorrad arbeitet. Und das ist natürlich herausfordernd. Aber deswegen machen wir es ja, das macht Spaß. Und wenn man immer so eine Geschwindigkeit fährt, dass nichts passiert, dann ist so ein kleiner Umfaller auch mal drin. Amelie Moseder ist ein Paradebeispiel dafür, dass Klischees von starker Mann und Motorrad einfach nicht stimmen. Mittlerweile sind rund 20% der zugelassenen Maschinen in Besitz von Frauen. Tendenz steigend. Wichtig ist aber, sich das richtige Bike auszusuchen. Schließlich muss man das Motorrad bei einer langen und intensiven Tour wie dieser auch bewegen können. Optik ist eine Nebensache, Technik das A und O. Das, was vielleicht größere oder etwas schwerere Leute mit Gewicht oder längeren Beinen ausgleichen, das müssen wir halt mit Technik ausgleichen. Und ich meine, dieses Bike hier wiegt 280 Kilo, ja? Und trotzdem kann ich es auf dem Hauptständer stellen, wenn ich möchte. Oder wenn ich dann wieder weiterfahren möchte, ziehe ich es halt wieder runter. Die Strecke führt vom nordbrandenburgischen Rheinsberg durch die Wälder und Seenlandschaften an der mecklenburgischen Grenze. Die größte Herausforderung ist hier, durch Kanäle und Wasserstraßen zu kommen. Ich kann gar nicht glauben, dass ich in Deutschland bin. Der größte Vorteil der Uckermark: es ist fast unberührt und die Wege führen durch Waldfelder und manchmal auch Wiesen. Touren Offroad durch Deutschland sind halt absolut Trend und die Strecke ein Geheimtipp an sich. Die vorgefertigten Settings der Motorräder können bei solchen Bedingungen ihre komplette Leistungsbreite auslegen. Ich bin da eher der Benutzer, der Genießer dieser Maschinen und sage, wir haben so toll vorkonfigurierten Enduro-Modus schon, dass du da eigentlich in unserem, was wir jetzt hier fahren sind, in dem Betrieb reicht, nichts mehr ändern musst. Der funktioniert, du hast ein bisschen
dass du auch hinten Schlupf hast am Hinterrad. Du hast die Bremse eingestellt aufs Gelände. Und da ist es nur wichtig, wir sind ja jetzt gemütlich gefahren. Da kannst du mit dem Enduro-Modus auch auf Straße fahren. Eine absolut legale Offroad-Tour mit täglich über 120 Kilometer durch Staub und Dreck. Das funktioniert auch in Deutschland, im wilden Nordosten, zwischen Müritz und Oder an der polnischen Grenze. Schade, dass wir schon am Ende der Reise sind, weil es war wirklich wunderschön. Ich hatte wirklich ein Wahnsinnsabenteuer in der Natur. Wir hatten von Singletrails Sand, Stein, Lehmboden, Erde, alles. Und sowohl Onroad als auch Offroad bin ich total auf meine Kosten gekommen. Vielen Dank an den Tourguide. Gerne. Wenn es Spaß gemacht hat, es war gestern schon wundervoll. Ich hätte nicht gedacht, immer wieder, wo ich selbst überrascht wäre, dass es heute noch schöner wird. Offroad-Reisen am Tag, nachts im Zelt unterm Sternenhimmel. Kein Problem, denn es gibt zwar wenig Asphalt, aber viel Natur und Camping. Du schläfst ja unterm freien Himmel. Ich genau. Bevorzuge dann doch eher das Zelt. Hat mir meine Zudecke ist das Holz. Schöne Isomatte mitgenommen.